Moin, ihr Bagaluten, und herzlich willkommen zurück zu Starbau und hallo Wintermesser. Moin, moin, willkommen, und wir sind quasi zurück an unserer Hütte und müssen jetzt Chorfragmente sammeln. Und zwar 20 Stück, wenn das Quest richtig ist. Richtig. Jetzt wollen wir mal gucken. Stück. Und wie viel? Wir haben. Shit, schon wieder vergessen Musik. Ganz oben in der kleinen Kiste hast du die reingepackt. Ach da. 15 Stück. Pack du die mal in dein Inventar. Ich packe. Ach schade, bei mir wird das nicht gezeigt als Fortschritt. Ah, nee. Aber bei dir jetzt oben. Ja, rechts, ich habe jetzt quasi den Balken zu zwei Dritteln voll. Aber ich packe die mal wieder raus, falls ich irgendwie sterbe oder so. Und wir haben ja eine also letzten Folge diese Miete. Also ich möchte kein Klugscheißer sein, aber wenn wir 20 brauchen und 15 haben, sind es drei Viertel. Hust, hust. Was habe ich gesagt? Zwei Drittel oder was? Ja, das sind natürlich drei Viertel. Um Himmels Willen, du hast natürlich recht. Wir haben ja in der letzten Folge diese Mine entdeckt und der Plan wäre jetzt natürlich, in der Mine weiter nach unten vorwärts zu gehen. Damit wir da, ja, mit dem ganzen Fressen, was wir als Vorrat haben, habe ich genug eingepackt. Lass mich mal gucken. Ah, das wird eine Weile reichen. Uns nach unten arbeiten, um die restlichen 5 Chorfragmente zu finden, ne? Richtig. Und dann sind wir im nächsten Schritt im Quest weiter. Und dann können wir ja vielleicht demnächst schon Dinge tun. War das schon? Nee, hier war das noch nicht, ne? Doch, das war... Nein, noch nicht. Das ist ein anderer Eingang, aber es ist nicht der Eingang. Genau, hier vorne war das. Jawohl. Die Perle ist wieder da, aber sie ist abgezischt. So, warte mal, ich... By the way, magst du dir einfach mal auch noch ein Zelt mitnehmen? Warum? Wenn wir auf den nächsten Planeten reisen, können wir einfach schnell Zelte aufstellen, weil in Zelten kann man schlafen. Und ja, dann wollte ich haben. Ja, das habe ich jetzt nochmal was eingesteckt. So. Dann nehme ich für den Fall der Fälle aber auch noch dieses Teil hier mit. Fressen. Und Baustrahler. Baustrahler und ein Zelt. Schon hast du alles, was du brauchst. Also ich glaube, wir haben das Nötige jetzt. Oh, was ist das denn genau? So, wollen wir runter? Ja, sofort. Ich werde nur einmal kurz hier mal meine Fackeln auf einen anderen Slot legen, damit man damit eventuell sogar arbeiten könnte. Ach, siehst du, Fackeln, ja, die können wir noch vorbereiten, ne? Ja, ich habe jetzt ein paar Fackeln. So, welche Richtung wollen wir anfangen? Links lang? Es geht links und rechts. Ach, guck mal, hier ist sie. Da ist sie wieder. Ich will mal mit dir reden. Hm? Mach mal. Hey, Stranger, if you're looking for core fragments, you might find a bunch down this old... Was? Ja, in dieser alten Mine hier. Und jetzt sagt sie wieder was anderes. Ja. Oh, das ist schick hier, so mit dem Hintergrund auch. Ja, wollen wir nach unten? Ich denke, oder? Nach unten macht wahrscheinlich am meisten Sinn. Ich glaube, ich nehme auch mal meine Taschenlampe startklar. Hier hinten geht's aber auch noch weiter, ne? Achso, ja, hier waren wir ja schon. So. Meinst du, wir sollen jetzt überall tatsächlich unsere Fackeln verschwenden? Nee, ich komme mit der Taschenlampe. Ich komme mit der Taschenlampe. Du nimmst hier einfach dein Gerät. Oh! Warte! Alter, hält der was aus! Multikill! Läuft bei dir. Oh, hier ist ja spannend. Okay, die Musik verändert sich. Das ist nicht gut, nehme ich an. Nee. Soll ich mal eine Fackel platzieren, dass wir ein bisschen was sehen? Ja, ich setze auch mal eine hier vorne hin. Ich weiß nicht, sollen wir da... Nee, da oben... Nee, weißt du was? Ich glaube, wir bauen uns mal hier so ein bisschen schräg runter, aber oder? Meinst du, wir finden dadurch Chorfragmente? Ich denke, wir müssten einfach mal ein bisschen runtergehen, ja. Okay, dann tun wir das. Ja, hier. Das Zeug auf jeden Fall. Da ist auf jeden Fall irgendwelches Zeug. Mal gucken. Ja, das sind diese Pixel-Geschichten hier jetzt. Ja, ja, ja. Aber guck mal, hier geht's auch weiter. Da auch? Ja, okay. Ein bisschen tief runter. Kriegst du den Sprung dahin, da drüben rauf? Oh, nee. Aber wir können uns ja eigentlich auch Dinge bauen. Aber ich sag's. Warte mal, pass mal auf. Ich nehme jetzt mal meinen Pfeil und Bogen hier raus. Und dann setze ich da jetzt mal anderen Stuff rein, damit ich mich hier auch mal so ein bisschen rumbasteln kann. Wupp, 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 wupp. Warte. Ja, das sieht ganz gut aus. So, die Frage ist ja, wir müssen ja irgendwie wahrscheinlich wieder so Kisten oder sowas finden, so Lager. Guck mal, da unten ist auch Licht. Das sieht schon mal vielversprechend aus. Da kommt Licht unten. Als ob da schon mal jemand war. Alte Mine. Magst du hier nochmal kurz gucken? Ja. Yeah. Weil hier auch Dinge sind. Was ist das denn? Silber! Ja, warum nicht?
Silber ist gut. Jo. Okay, haben weiter. Wir auch schon ein paar Bahnen von. Wie machen wir denn das jetzt? Ich bin hier nur der Taschenlampenroboter. Autschen. Du bist aber mutig. Das tat weh, das tat weh. Fuck. Voll daneben. Autschi. So. Na, kann ich das. Gut. Und kann ich das noch nicht benutzen? Das kommt mir aber auch sehr bekannt vor. Weißt du, warum hier Licht ist? Weil wir Blödes hier schon mal waren. Was, are you sure? Hier haben wir Teer abgebaut. Guck mal, hier ist ganz viel Teer. Ach, das ist Teer? Das ist Teer. Sind das Knochenpflanzen oder nur... Das oder weiß was ich nicht. Bones. Also ich hätte mich gefreut, würde er automatisch hier das Essen nachstecken. Wäre eine ganz schöne Idee gewesen eigentlich. Ja, ich grab mal, ne? Ja, mach mal. Ich komme. Oh, nicht zu tief, nicht zu tief. Mysteriös. Alte Dinosaurier. Bro, ich habe gelernt. Ja, Wurfknochen. Ne? Ja. Oh, Vorsicht. Danke. Wo ist der Code Happen? Sterben. Tod. Ja, genau. Leben beenden. Bau hier einfach mal noch Knochen ab, ne? Man weiß ja nicht, wofür man es mal braucht. Oh, Rasen. Hier verändert sich der Boden. Oh, was ist das hier? Noch mehr Knochen? Was sammelst du da Schönes? Silber. Hier ist feuchter. Bettdirt. Nasser Dreck. Herzlichen Glückwunsch. Nasser Dreck. Jetzt neu, nicht mehr trockener Dreck. Machst du oh, warte. Ich hab Gold gefunden. Glaube ich. Und dir die Knochen gebrochen. Und mir die Knochen. Oh oh, rette mich. Huf ausgewichen. Dodged like a pro. Hier sind irgendwelches Viehzeug. Okay, ich werde von irgendwas geheilt. Okay, freu dich. Ich nicht. Eieiei. Autschen. Ja, etwas. Hier geht's nicht weiter. So, warte mal. Hier sind wieder Dinge. Da oben sind Dinge. Ich hab Gold gefunden. Da oben sind Dinge. Ja, wir suchen, prinzipiell suchen wir Dinge technisch. Dinge. Da unten sind auch noch Dinge. Wie bin ich denn da gerade? Achso, hier. Viele, viele Pixels. Viele, viele Dinge. Hier ist wieder Gold. Ja, das ist schön, aber eigentlich suchen wir was anderes heute, ne? Ja, wir wollen noch weiter tiefer, aber das darf man ja nicht liegen lassen, so. Ja, es ist na, halt Gold. Der Messi in uns hat uns beigebracht, lupen. Ja, hast ja recht. Ja, so, magst du mir wieder Licht machen, bitte? Er leuchtet. Wie gesagt, das Beste ist halt immer schön schräg und wenn eine Sache uns Minecraft gelehrt hat, niemals gerade nach unten buddeln. Das ist nie gut. Lalalala. Guck mal, was wir hier Schönes finden noch. Ja. Oh, sehr gut. Ich glaube, das werden wir auch alles noch früher oder später brauchen. So, weiter runter. Ich denke einfach mal irgendwann schräg. Ich glaube, diese ganzen fiesen Chorfragmente kriegen wir nachher, wenn wir richtig tief waren. Das hatten wir in unserem, oder in deinem angezockt. Scheiße. Du bist dran. Warum? Spitzhack am Arsch, oder was? Du musst weiter putten. Meine ist putt. Ich glaube, da so weit sind wir auch gekommen, oder nicht? Als wir bei dir, dass wir unten am Kern waren, oder nicht? Oder doch, oder doch, oder was? So weit unten? Echt? Meine ist auch gleich durch, ne? Lieber Robert. Ja, meine ist aber auch gleich durch, meine Spitzhacke. Und ja, ich glaube, wir waren am Chor. Also ganz weit unten. Ja. Nicht gerade runter. Nix darf man hier, nix darf man. Nicht mal gerade runter. Ich. Gleich ist meine Spitzhacke kaputt. Meine Spitzhacke ist kaputt. Intelligenz. Ach. Warte, da. Yay. Dann werde ich hier einfach mal eine Fackel platzieren. Mach das mal. Oh, ja. Siehst du deswegen nicht gerade runter? Oh, guck mal, fiese Augen und so. Ja, irgendwas ist da, auf jeden Fall. Ich mach da mal ein Licht. Ja? Oh, naja. Da drüben ist noch ein Vieh. Ich würde sagen, das coole Kämpfen überlasse ich mal dir mit deinem dicken Hammer. If I had a hammer. Warte.
Okay, dann gehe ich da mal hin. Du leuchtest so ein bisschen. Ja, und ich gebe dir Rückendeckung, ne? Quasi. Ach, der heilt dich, der Stream da quasi. Der Strahl. Ehrlich das gesagt, ist Giftstab. Ehrlich gesagt, heilt das nicht. Es wirkt gar nicht so sehr nach Heilung. Miranda. Oh, voll daneben. Ein Auge? Ein Auge. Ein Auge. Okay, hier geht das runter. Ich weiß aber nicht wie. Oh, hier ist voll eine. Hier ist eine riesengroße Höhle. Und ja, da cool, ist irgendwas aber, im Hintergrund dahin. Oh, achso, ich bin abgestürzt. Hier ist ein Gang nach unten. Okay, so tief ist er auch nicht. Dann kann man da rein. Oh, warte, ich brauche Licht. Licht? Licht, Licht, Licht. Nicht hetzen, nicht hetzen. Würde ich nicht tun. Okay, hier oben geht's weiter. Warte, Sprunglegastheniker, du weißt ja. Ja, ja, wir kennen das Problem. Sehr steinig insgesamt. Steinig. Nee, hier ist nichts. Dann würde ich sagen, hallo, hallo? Mal links und mal links gucken. Oh, oh, Gold. Nee, links sind wir ja. Rechts? Ja, gerne auch rechts. Wo kamen wir? Von hier kamen wir, ne? Ja. Da, genau, da sind wir reingestürzt. Aber irgendwas höre ich hier. So matschige, monstermäßige Geräusche. Klickt. Was ist hier oben eigentlich? Weiß ich nicht. Mal guck mal, das sind irgendwie so Wasserfälle. Ach doch, ja, doch, 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 das hatte ich. Da hatte ich gesagt, so, Mensch! Das ist sehr gut. Ich höre auf deine Temperaturanschläge. Es ist so gut. So, hier ist nicht viel. Dann würde ich jetzt, keine Ahnung, ich würde was ist denn da drüben? Hier guck aber weiter runter. Guck mal, da geht's rein. Guck mal, da. Da gibt's noch einen Gang. Irgendwas ist auch im Hintergrund. Ich weiß nicht, was es ist. Ist es Kupfer oder vielleicht Chorfragmente? Chorfragmente? Nee, das ist Eisen, glaube ich. Ja, ja? Eisenerz. Ja. Verrostetes Eisenerz. Aber da oben ist, ah nee, das ist auch zu dann. Hm. Aber du hast hier gerade hingeleuchtet, gleich hier nochmal. Ja. Wie gesagt, Eisen brauchen wir. Wir haben ja jetzt eben gerade auch noch den Anvil gebaut. Genau. Wir haben jetzt die Möglichkeit, uns Rüstung und Waffen zu bauen. Ne? Oh! Oh, ich verhungere. Oh nein! Ich muss mal ganz kurz. Ich höre das Piepen von dir. Ja. Ich muss mal kurz einen Happen essen hier. Mach das doch mal. Ess ich mal einen ganzen Vogel, hat nicht so viel gebracht, aber. Schön. Und eine Karotte und dann esse ich noch 20 Pilze. Die kann man nicht essen, okay. Die hätte ich vielleicht mal kochen müssen. Und noch ein Steak, oder? Schnacki, schnacki, schnack. Und eine gekochte Tomate zum Abschluss, denn man muss ja Vitamine essen. So, jetzt geht's mir besser. Ja, und dann somit ist das 3-Gänge-Menü auch durch dann, oder nicht? Na, ein Nachtisch wäre noch schön gewesen, aber man kann nicht immer alles haben, ne? Wir sind ja auf der Expedition. Du oller Motzkopf, echt? Ja. Ich beschwere mich halt einfach gern manchmal. Da geht's abwärts, ne? Aber es ist nicht weit, da kannst du runter, da ist gleich Boden. Da ist gleich Boden, guck mal. Oh, Zeug. Willst du da Zeug oder da Zeug? Da Zeug? Hier sieht's gut aus, hier geht's nämlich richtig... Na, hier geht's nochmal tief. Ich mach einfach mal so eine Orientierungslampe. Verrückt. Oh, guck mal hier, das wird auch schon so vom... Na, siehst du den Rauch? Ja, sehe ich. Da sind auch Fossilien hinten in der Wand drin, ne? Boah. Verrückt. Da geht's ziemlich abwärts. Da geht's runter. Ich komm mal mit. Schön. Vergiss nicht zwischendurch sich mal zu heilen und so, ne? Ach, Schnickschnack. Ja, Schnickschnack. Ja, aber wir brauchen immer noch. Pilze bringen echt einen Witz, ne? Wir brauchen immer noch 5 Chorfragmente, ne? Nur mal so dran, ne? Oh, hier geht's auch noch irgendwo hin. Ja, aber nicht weit. Oh, was ist hier? Guck mal, hier kann man einen Durchbruch machen. Hier geht's irgendwo weiter. Hallo? Er hat mir gerade noch mal den Tipp gegeben, dass wenn man vollgefressen ist, dass man dann auch regeneriert und so. Ach, verrückt. Oh, da drin. Pack ich da noch mal Essen rein. So, sehr gut. Okay, dann bin ich wieder für Schandtaten bereit. Wo ging das jetzt weiter? Da rechts. Hier rechts ist, oder? Können wir uns durchgraben. Geh da mal rein und dann gibt's da. Pass auf, ich zeig dir das mal. Ah, sehe ich. Ja, ich sehe es. Das Licht sackt schon durch.
denke, das sieht vielversprechend aus, dass da irgendwas kommt, zumindest eine andere Höhle. Eventuell. Eventuell. Das sieht gerade ganz gut aus. Ja, da geht's aber richtig runter. Oh, ja, nicht so schnell. Ja. Oh, und da unten beginnt's zu leuchten. Oh, und da kriegen wir, glaube ich, eine Hölle kriegt, oder Hölle, also ganz weit unten, kriegen wir doch Chorfragmente bis zum geht nicht mehr. Na, guck mal, da leuchtet's schon so blöd. Und das, sind das in der Wand nicht Chorfragmente da hinten? Guck mal, mit ja, ich glaube, ja, warte. Geil. Nee, da unten ist Boden, du kannst runter jetzt. Du kannst runter, da unten ist Boden. Boden. So, und jetzt ganz vorsichtig die Chorfragmente abbauen, bevor uns irgendwas auffrisst. Und ich glaube, dann haben wir es schon. Könnte man behaupten, ja. Und es sind Chorfragmente. Cool, zwei habe ich schon. So, sehr gut. Kommen wir auch durch. Oh. Oh, der ist weggeflogen. Wie sieht denn das hier vorne aus? Noch hier kann man lang. Ja, da ist aber Lava. Da wird ja, hier sind überall Chorfragmente. Guck mal. Ja. Wir müssen nur aufpassen, dass wir nicht in die Lava reinfallen. Kurz mal. Boah. Die Lava da, meine ich. Safety ja, first, nicht genau. Die Lava meinte ich mit nicht reinspringen. Genau. Ah, guck mal da, da unten. Nee, ja, genau. Oder da. Ah, das sieht nicht so gut aus da. Guck mal, da regnet irgendwie Totenköpfe raus. Siehst du das? Ja, ich sehe das da was oben. Was ist das? Weiß aber nicht, was das... Nee, keine Ahnung. Kann man das abbauen? Einfach nur, weil es Totenköpfe... Wollen wir es versuchen? Oh ja, ich bitte dich. Nein! Da war noch mindestens ein halber Fußbreit Platz. Sprunglegastheniker, ui! Ui! Los, bau's ab. Aber bitte ess es nicht. I promise. Was war's? Nichts, ich habe Cobblestone bekommen. Ach so. Okay. Wollen wir noch ein bisschen Chorfragmente abbauen? Ich nehme einfach mal welche mit, ne? Wenn wir schon mal hier sind. Ich glaube, wir sind auf der Suche danach nach Chorfragmenten, ne? Ja, aber wir haben jetzt genug, aber ich weiß nicht, die braucht man bestimmt für andere Sachen auch noch, oder? Ja. Würde ich... Ach, du ahnst es nicht. Was ahne ich nicht? Das wäre fast mein Ende gewesen hier. Wolltest du schon wieder die Lava stürzen? Das war echt fucking knapp. Ich würde gerne gucken, ob man Lava abbauen. Ich glaube nicht. Also bei Terraria war das nicht so einfach. Also man brauchte dann irgendwie, glaube ich, ganz spezielle Behälter oder irgendwas. Wo bist du denn schon wieder? Du kannst verkaufen. Rechts runter, aber da kannst du ohne Probleme runter. Ich habe da schon... Ah, ich sehe. Ich glaube, ich vermute gerade, wo du dich reinstürzen wolltest. Ja. Vor allen Dingen, es ist ja jetzt so im Survival-Modus, dass man dann auch ganz viele Sachen fallen lässt, wenn man stirbt. Ja, aber ich wäre dann zur Stelle, um das... verlieren. Ja, aber ich wäre zur Stelle, um das einzusammeln. Musst du dir keine Sorgen machen. In Lava. Ja, gut. Das ist ja da ist übrigens auch ein ganz kleiner Feuer, Lava. Feuer, ne? Feuer. Heiß. Kommst du klar? Immer. Gut. Hast du dir deine Salbe drauf geschmiert? Ja. Wollen wir vielleicht nach oben gehen, bevor du dich noch ernsthaft verletzt? Wir haben jetzt, glaube ich, mehr als genug Chorfragmente. Ich weiß nicht, wie viele du einstecken hast, aber ich habe jetzt alleine Jenny, schon komm, dann 20. Lass uns das direkt so machen. Genau. Weg nach oben. Ich folge dir mit der Taschenlampe. Obwohl es hier unten ja eigentlich ganz gut beleuchtet ist, muss man ja sagen, ne? Oh, da bin ich mal runtergefallen. Sprunglegastheniker. Du. Ja, ich. Hier lang. Ja, Mann, hetz mich nicht. Hier lang. War das jetzt hier? Nee. Doch, hier war das. Ja, hier sind wir hochgekommen, genau. Aber auch hergekommen. Trifft's ja eigentlich her. Was denn? Was machst du denn da? Dich retten eventuell schon mal? Ich hab doch Wurfpfeile, mir kann gar nichts passieren. Ja, Dartpfeile. Ja. Bin bewaffnet und gefährlich. Wir kamen von... Wo, nimmst von du das Gold da noch mit, wenn wir schon mal hier sind? Magst du dich drum kümmern? Oh, will ich drum kümmern, na gut. Da gibt's aber kein Licht, ne? Hier ist eine Fackel. Okay. Ich merk das schon. Du willst eventuell. Du willst einfach gerade nicht für dein Geld was tun. Brauchen wir eigentlich noch Kupfer? Da oben ist nämlich jetzt auch schon wieder so ein. Hier oben sind ganz schön viele Viecher. Brauchen wir noch Eisenerz, ja, ne? Mitnehmen ist besser. Wenn du hast. Eisenerz und Gold gibt's hier gerade. Ich würde sagen, ich pack das mal noch ein auf dem Weg nach oben. Oh, hier kommt schon wieder Viehzeugs, ne? Ja, sag ich ja. Hübel. Ach komm, ich nehme das Gold noch schnell mit. Was soll passieren? Platsch und hat Auge. Robert?
Hallo! Oh, hallo, was ist los? Nur wissen, wo du bist. Ich komme ja schon. Ich habe hier noch Gold und Eisenerz und so abgebaut. Und hier ist auch noch was? So, und jetzt glaube ich hier lang. So, ich möchte gerne noch mal einmal schnell an die Oberfläche kommen, bevor wir das gleich dauert aber einen Moment, aber wir könnten uns einfach hochbeamen zu unserem Schiff und uns runterbeamen zur Oberfläche. Das wäre ein Plan. Und wo? Eigentlich, indem man auf seinen Charakter klickt, aber das funktioniert gerade nicht. Geht gar nicht. Früher ging das mal. Beam to Ship, das haben die ausgebaut anscheinend, ja, dann. Früher konnte man damit bescheißen. Wo sieht man Viech, Viech. Hi! Ja. Haben wir doch hingekriegt. Ja. Ich finde zwar, dass das mein Verdienst war, aber es ist okay. Ich finde wir. Ja, es ja. Es gibt kein Ich in einer Gruppe, in einem Team, Junge. Nee, doch. Das I ist zwischen dem A. Schloch. So. Macht ihr euer Licht. Zagi. Erster. Erster. Oh, falscher Tunnel. Oh, falscher Tunnel. Oh, ich steck schon wieder fest. Sprunglegastheniker. Es könnte auch eine Minute oder 20 dauern, bis ich hier drüber bin. Eine Minute oder 20. 1, 2, 3, ganz. So, liebe Zuschauer, wie ihr hier seht, verbringen wir 15% der Folgen damit herumzulaufen und ich verbringe dann nochmal 80% der Folge damit irgendwo hinzuspringen. Ich glaube nicht, dass wir hierher gekommen sind. Ich glaube, sind wir nicht. Wir haben mich verlaufen. Ja. Aber da war auch ein Viech. Oh nein, ein hässliches. Oh, das wirft mit Teerklumpen auf mich. Ich kann hier nicht hüpfen. Was soll denn das? Weil das Teer ist. Junge. Bam. Schön. Scheiße, wie geht's denn hier nach oben? Ja, das frage ich mich gerade. War das doch irgendwo da vorne? Komm, wir müssen uns beeilen. Ja, hetz mich doch nicht. Bin ich so. Würde ich nicht tun. Wo bist du denn? Ah, ich weiß wo. Ein bisschen nach rechts laufen. Ja. Und dann hier hoch, meinst du? Nee. Doch. Ja, genau hier. Oh, das ist wieder so ein Sprungligastheniker-Ding, ne? Was denn? Geht auch nicht raus? Wir werden hier unten verhungern, Andi. Verdammt! Ich weiß es wirklich nicht. Ja, dann müssen wir doch weiter von da drüben gekommen sein. Komm, wir haben immer noch so nach links. Komm mal hier rüber. Wo bist du denn jetzt? Hier unten. Komm mal runter. Siehst du, und deswegen mag ich nämlich die Orientierung. Wo? Oh! Hä? Wo bist du denn? Rechts unten, hier, komm. Meinst du das ernst? Ja, lass mal in die Richtung gehen. Ja, hier war es schon mal nicht, aber lass mal da oben lang. Vielleicht da, ja. Oben ist nichts. Ist ja egal. Wir graben uns jetzt einfach einen Weg nach oben, komm. Hier war's bestimmt. Ja, doch, da, hieran erinnere ich mich. Das wird aber ein Tricksprung hier. Oh, er hat's geschafft. Ich wollte dir gerade was hinsetzen. Ja. Diskriminierung immer. Ja, aber jetzt sind wir doch da, wo wir eben auch waren, Andi. Aber auf eine andere Art und Weise. Willst du verarschen? Nee, hier ist das richtig hier. Da waren wir doch eben. Nein. Ich glaube, wir müssen da... Oh. Ich glaube, wir verhungern und sterben hier unten. Nein. Ich will nach Hause! So, okay, pass auf, dann werden wir an dieser Stelle Schluss machen und uns einfach mal... Wir Männers, wir sehen uns oben an der Oberfläche, ne? Genau! Winke, winke, ciao und tschüss! Tschüssi!